Na dann, versuchen wir es mal. Okay. Django hat's erwischt. Mist, daneben. Okay, Zeit für einen Apfel. Und dann noch einmal. Feuer frei. Okay, diese Hände stören. Komm schon, Sabata. Wir müssen mehr Kraft sammeln. Na. Ah. Lass uns Kraft sammeln. Und Feuer. Eine Hand weniger. Komm schon. Das reicht nicht. Fass. Nein, 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 nicht essen. Such dir anderes Essen. Okay, wir wollen nochmal einen goldenen Apfel. Na. Die Hand ist wieder zurück, ernsthaft? Ich versuch's dann halt eben mit dieser Offensive. Wenn ich die Hände schon nicht anders loswerde. Aber bringt leider auch nicht so viel. Nein, nix da. So. Okay, ich brauche nochmal Essen. Das ist blöd, wenn noch so viele Hände da sind. Geht doch. So, komm schon. Mann. So viel dazu. Mann. Eine muss auf jeden Fall noch weg. Ja. So. Gut, die andere Hand ist mir jetzt scheißegal. Komm, Sabatai, jetzt geht's los. Oder auch nicht. Dann kümmere ich mich doch um die letzte Hand. Ja, Hell hat sich ein bisschen verwandelt, Max. Und willkommen zurück. So, jetzt aber. Jetzt hält uns nichts mehr auf.
Gut, das war der erste Streich. Ja, yep. Sabata hat seine Meinung geändert und will auch hell tot sehen. So, Attacke. So, direkt bei der Hände. Hier stehe ich perfekt. Nein! Ah, Mist. Das hat nicht gereicht. Du hast die Presse poliert lassen, Freunde. Natürlich darf ich dann den Scheiß wieder von ganz von Anfang kochen, natürlich. Ei. Das heißt, nochmal diesen Kampf auf Zeit irgendwie überstehen. Der Anfang geht ja. Solange sie nur zwei Hände benutzt oder drei und nicht so viel greift, ist das eigentlich ja noch akzeptabel. Je nachdem, welche Hand zuerst angreift. Scheiße. Nee, das war blöd. Ja, das reicht noch nicht. Nee. Nein, ich renn genau rein. Das reicht mir ja nicht, weil Sabata zu lahmarschig war. Noch hat sie ja eh keine Energie verloren, von daher scheiß drauf. Dann lass ruhig mal ein bisschen an den Sabata knabbern. So, komm schon, Sabata. Nein! Jetzt aber. Nee. Wird wieder nichts. So. Nein. Er lässt sich wieder greifen. Na, diesmal ist es andersrum. Scheiße. Jetzt aber. Nein, und ich schieß daneben. Oh Mann. So ein Freifahrtschein und ich verbox. Ach ja. Mist. Na komm, das bisschen Energie kannst du von mir aus wieder zurückhaben. Ist ja nichts. Komm schon. Nee, reicht nicht. Mist. Na komm. Erster Apfel. Na also. Das war schon mal der erste Streich. Nein. Ach, schon wieder. Ja, vor allem wenn dieser Vollidiot sich auch noch von ihr greifen lässt, dann hat sie ihre Hände dann wieder und auch ihre Energie. Was halt schon ein bisschen lästig sein kann.
meine, die anderen haben es ja schon mitgekriegt. Wie scheiße das dann ist. Komm schon, Treffer 2. Yes! Jetzt kommen schon 3 Hände, ne? Gut, das heißt, ich muss Hand 1 und 2 schon mal austricksen. Damit hat er 3 ins Leere schießt, yes! Ja, Treffer 3! Okay, jetzt bewegt er sich wieder. Sabata, untersteh dich. Lass dich nicht greifen. Mann, du Vollidiot! Ist das dein Ernst? Komm, ich muss diesen Schaden wieder rausholen. Na, ah, fast. Nee, ich brauche noch mal einen goldenen Apfel. Scheiße. Ich hätte auch nichts dagegen gehabt, wenn jetzt eine Hand geschrottet worden wäre. Ach, Sabata. Ah, das ist wieder so eine Greifrunde, ne? Mensch! Greif doch wieder normal an. So, geht doch. Na, schon wieder greift. Mann, und er lässt sich wieder greifen. Wenn Sabata nicht so dumm wäre, ne? Hätten wir diesen Bosskampf schon längst gewonnen. Na, verdammt. Ich weiß nicht, ob ich lachen oder heulen soll. Wieder knapp verfehlt. Ja, toll. So. Nee. Versuchen wir mal was. Nee, die wollen trotzdem nur zugreifen gerade. Die brauchen was zum Anpacken. Komm schon. Es reicht nur nicht. Nee, drauf schießen geht nicht. Okay, komm schon, einmal noch. Sabata, bitte nicht, bitte nicht. Mann, bitte nicht, habe ich gesagt. So. Nein, die vierte ist auch noch dabei. Ich vergaß. Ja, komm, das ist... Scheiße. Sabata, geh da weg. Okay. 2, 3. Na, diesmal nur 3. Toll. Eins, zwei, drei.
Jetzt bitte noch einmal. Ja, jetzt, ja, Entschuldigung, Sabata. Ich weiß, das war wegen mir. Zwei. Drei. Komm schon! Yes! Ist das der Wille der Galaxie? Niemals! Wie? Warum? Wille ist die Macht, die Leben will. Die Kraft hinter allen Lebewesen. Nicht gegen die Sonne hast du verloren, sondern gegen den Willen aller, die leben wollen. Ihr gemeinsamer Wille ist die Kraft dahinter. Oder wenn man auf Japanisch das Ganze aussprechen will, Bokura no Taiyo, wie das Spiel in Japan heißt. Danke, Kinder. Mein Verrat hat mich traurig und verrückt gemacht. Aber diese Wunden sind verheilt. Dein Vater und unsere gemeinsam verbrachte Zeit. Ich bereue nichts davon. Und das Glück, das ihr Kinder mir bereitet habt. Unsere Körper vergehen. Aber unser Geist bleibt als Schutz hier. Komme, was wolle. Möge das Mondlicht euren Weg erhellen. Danke, Django. Danke, Sabata. Was für ein heftiger Bosskampf, ey. Gut gemacht, Sonnenkind. Es ist vollbracht. Aber ich habe mich wohl ein bisschen überanstrengt. Ich habe zu viel Dark Matter abbekommen. Bald werde ich meine Gestalt verlieren. Hab Dank. Das Reisen mit dir hat viel Spaß gemacht. Lebe wohl, mein Freund Django. Möge die Sonne mit dir sein. Django, wir müssen etwas unternehmen. Was? Achso. Das war knapp. Du hast mich wieder gerettet, Django. Es wird Zeit zu gehen. Sonnenkind Django, dunkles Kind Sabata. Ja, das war Bokutai. Wir haben es tatsächlich geschafft, Leute. Oh, echt, der letzte Kampf war jetzt echt stressig. Aber doch, wirklich ein schönes Spiel, muss ich sagen. Wahrscheinlich auch sehr unbekanntes Spiel. Zu Unrecht, aber man muss auch ehrlich sagen, das Spiel hatte damals ja das Problem. Es war ja wirklich ein bisschen auch auf richtiges Sonnenlicht angewiesen, um es richtig spielen zu können. Musste man es größtenteils, wenn im Sommer spielen. Oder halt, wenn die Sonne schien. Und selbst dann hat es gedauert, bis halt Sonnenenergie entsprechend in das Modul eingespeichert wird. Ich habe es selbst mal getestet, damals, also vor einigen Jahren. Und ja, das war schon nicht ganz ohne, da halt wirklich zu warten, bis genug Sonnenkraft, also da drin gespeichert wird. Deswegen ist es schon ganz gut, hier mit diesem, ich sag mal, Hack, das Ganze doch ein bisschen angenehmer spielen zu können. Ja, und das Spiel mit euch gemeinsam zu erleben und durchzukriegen. Ja, ist auf jeden Fall wirklich ein interessantes Spielprinzip. Interessante und knackige Rätsel auch, die hier in diesem Spiel waren. Definitiv. Also ich bin gespannt, was mich in Teil 2 erwartet. Bin ich ganz ehrlich. Aber Teil 1 hat mir echt schon sehr gut gefallen, muss ich echt sagen. Also da hat Konami echt ja, ein sehr interessantes und cooles Spiel rausgebracht. Meiner Meinung nach. Ja, leider sehr unbekannt, wie gesagt. Aber deswegen wurde Zeit, dass ich euch das Spiel auch mal näher bringe. Ja. Insgesamt 3 Max. Einer davon blieb aber Japan exklusiv. Ja. Mit 12. Es wäre ein bisschen viel. Jo. Wirklich ein schönes Spiel, auch ein sehr cooler Soundtrack. Spiel hat mich echt begeistert. Jetzt sehen wir nochmal die Dame beim Baum. Die Sachen wachsen da noch vor sich hin. Oh.
komm zurück. Ah, okay, wir sind jetzt sozusagen zurückgekehrt, ne? Wow. Trotzdem noch B-? Okay. Also ich habe insgesamt 13 Stunden für das Spiel gebraucht. 559 Mal wurde ich entdeckt. 44 Continues habe ich gebraucht. 944 Mal habe ich die Energie geladen. Und 16 von 29 Dungeons habe ich abgeschlossen. Ja. Denke mal, ist ein guter Schnitt. Und ich denke mal, wir dürfen gespannt sein, was uns in Boktai 2 erwarten wird. Ja, egal, Sinas. Ich habe ja auch einiges umgangen, muss man ja dazu sagen. Ich habe ja versucht, den kürzesten Weg und so zu wählen. Deswegen, ja, ist halt viel ausgelassen worden. Aber ja, wie gesagt, sehr schönes und interessantes Spiel. Und ich bin gespannt, wie vor allem die Story um Django und Sabata im zweiten Teil weitergeht. Ja, vor allem jetzt, wo die Mondkönigin, nicht die Mondkönigin. Also die Mondschönheit haben wir jetzt gerettet von der bösen Königin. Und ja, da frage ich mich halt auch, was im zweiten Teil dann halt als Bösewicht noch kommen soll, ne? Ja, lassen wir uns überraschen, ne? Wie es mit den beiden weitergehen wird. Ja, wie gesagt, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, das Spiel mit euch durchzuspielen. Und wir werden sehen, wie es dann in Teil 2 weitergehen wird, ne? Deswegen sage ich jetzt, mit Teil 1 war es das. Vielen Dank fürs Zusehen und man sieht sich dann hoffentlich bei Teil 2 wieder. Deswegen an dieser Stelle bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen. DJ Chaos Strikes Back. Jo. Oh, hab Dark 1, Dark Lensgang erhalten. Dark Emblem. Ein Flash Solargang Grenades. Oh, ein Passwort. Kann man das noch eingeben? Wollen wir das mal probieren? Gibt's die Seite noch? Ich glaube nicht mehr, ne? Wüsste gerne, was man dafür erhält. Ei. Erstmal gucken, ob die Seite überhaupt noch existiert. Ich glaube allerdings nicht mehr. Nee, die Seite existiert nicht mehr. Schade. Schade. Mich hätte echt interessiert, was das Passwort jetzt bringt. Aber gut. Werden wir wahrscheinlich in dem Fall nicht erfahren können.